So, hallo, wir machen weiter bei Infernum. Letztes Mal haben wir ein... Na gut, es war ein Geisterhaus, was in einem Yoshi-Haus versteckt war. Und das Level mit den Brücken gemacht. Und jetzt kann Wir haben uns an das wunderschöne Level Piscina Tiberii erinnert. Ja, das stimmt auch. Gibt es hier einen Secret Exit oder komme ich einfach noch gar nicht an den Switch daran? Ah, da komme ich von oben ran. Der Weg wird so, über die Röhre hier runter und dann hier zum Switch gehen. Smart kombiniert, Colin. Sehr gut. Fast wie ein Meisterdetektiv. Ja, ja, irgendwoher muss der Name ja kommen. So, gut. Ja, gar nicht mal so weit hergekommen. Jetzt habe ich allerdings hier rumgeklickt und deswegen kann ich jetzt nicht... Ah, jetzt. Ja, okay, das erinnert mich doch schön an irgendein anderes Level. Ja, ich glaube, das hast du sogar mal gespielt. Allerdings in der schlimmen und langen Version damals. Ah, das war dann sogar in der Demo. Okay, ich verstehe. Ich meine, 8 Level hättest du selbst mal gespielt. Ja, doch, ich erinnere mich. Auf. Nicht springen, du Depp. So. Na, stopp! Aber wenn du sagst kürzere Version, dann klingt das ja schon mal gut. Ja, du wirst trotzdem Save States brauchen, glaube ich. Na, das ist ziemlich sicher. Also Welt 1 ist vorbei, ab jetzt wird's in Feriniveau oder so. Ach, das ist jetzt schon Welt 2, okay. Wie gesagt, es gibt keine richtigen Welten. Ich wollte gerade sagen, wenn das waren jetzt 3 Level Welt 1, dann würde bei 70 Leveln der Hack ja aus sehr vielen Welten bestehen. Ja, das waren jetzt 3 so Aufwärmlevel und jetzt geht's richtig heiß zur Sache, wie du an der Lava sehen kannst. Ja. Ich glaube, ich setze tatsächlich gleich mal hinter den Fischen in Safe State. Die übrigens Delfine und damit Säugetiere sind. Stimmt. Wieso dann überhaupt Piscis im Level? Weil Säugetirius Periurentes irgendwie nicht so stimmig klingt. Aber es sind da nämlich gar keine Fische, siehst du? Ich habe mich nur dem Levelnamen orientiert, den du vorgegeben hast. Naja gut, in der Lava schwimmen ja auch viele brennende Feuerfische, die sieht man nur halt nicht. Ach so. Na dann. So, ich denke, ich würde das gerne so lösen, dass ich auf den draufspringe und dann direkt weiterspringe. Ah ja, ich habe extra ein State gesetzt. Ich wollte schon sagen, wozu eigentlich. Oder ich lasse mich einfach gegen die Decke bouncen und versuche dann da drauf zu... Das könnte auch gehen. Ja, das könnte auch gehen. Das gefällt mir sogar besser. Ja, das gefällt mir deutlich besser. Okay. Und jetzt dann hier durch und hier hoch. So, und da ist der Conan Orb. Richtig. Das ist noch nicht das Ziel. Das war schlecht. So, eigentlich wärst du jetzt tot an der Stelle, weil du ja Manschaland bist. Ach, der Stein hier ist nur für den Orb. Ja, natürlich ist er nur für den Orb. Ah, dann darf ich den eigentlich gar nicht benutzen. Richtig. Okay, das sehe ich ein. Dann nutzen wir den Stein nicht. Okay, den hätte ich jetzt natürlich, wenn ich jetzt alleine gespielt hätte, hätte ich den natürlich genutzt, weil ich das gar nicht gecheckt hätte, dass der für den Orb da ist. Ich hätte zwar vielleicht irgendwie gecheckt, dass der Orb für mich ist, aber nicht, dass der Stein dafür da ist. Na, alles, was hier irgendwie so auch nur den Anschein hat, out of place zu sein, ist wahrscheinlich irgendwo in Verbindung mit dem Conan Orb zu sehen. Und wenn du den Todesstein einfach draus gemacht hättest, der würde ja immer noch den Orb blockieren, aber könnte ich nicht nutzen. Ja, aber er macht den Sprung natürlich auch marginal schwieriger, der danach kommt. Ah, I see. Ja, okay. Es ist nicht ganz einfach, hier überall diese Conan Orbs zu setzen. Ich zeig dir mal, wo ich ihn gesetzt hätte. Ach so. Ja, hier läuft man halt überall in die Lava. Ja, du hast gar keine Möglichkeit, den hier irgendwo zu setzen. Das ist das Problem. Da! Macht's das so viel schlimmer, wenn da die Lücke zu ist? Naja, vorhin bist du auch einmal an der Lücke gestorben. Ja, das stimmt natürlich.
Ja, es wäre natürlich eine Alternative Ja, in aber du, Deutschland. naja, du hast aber auch recht, dass es hier keine guten Optionen gibt. Einfach hier in Ja, die man Wand könnte rein. hier noch irgendwie links in die Wand reinbauen, Ja, aber aber dann müsstest du ja. ja wirklich ganz viel ändern, nur für so einen doofen Conan-Orb, den ich jetzt ja nicht mal nutze, weil ich ja mit Safe State spiele. Ah! Immer wenn ich rausklicke, war ich Quatsch. So. Jetzt gucken wir mal, Wahrscheinlich wie. Aufnahme beendet. Wir spielen das hier jetzt umsonst. Nee, alles gut, wir sind noch in der Aufnahme. Ich hab OBS sowas von im Blick, nachdem ich jetzt so oft schon meine Aufnahmen versaut habe. Oh mein Klingel Gott. schlägt auch noch aus. Ja, alles schlägt aus. Was soll ich hier tun? Yo, yo! Ja, das sah gar nicht mal so schlecht aus, bis du in Das den Mantscher gesprungen bist. war gut, Hilfe. Also nicht gut, es war richtig. Gut war es nicht, weil ich hab's nicht absichtlich gemacht. Scheiße, ich darf den nicht. Oh mein Gott. Du musst nicht zwangsweise auf den Chuck springen, aber kannst es natürlich gerne tun. Ah, der ist eher Hindernis als Hilfe. Theoretisch ja. Ah, ich verstehe, okay. Du kannst auch Plattform Delfin nutzen. Okay, dann nutze ich Plattform Fisch, Plattform Fisch. Fische. Scheiße. Wer sagt eigentlich, dass das Delfine sind? Das ist natürlich der Sprite, der auch im originalen SMW verwendet wurde, und hier wurden sie als Delfine bezeichnet. Heißen die tatsächlich Delfine? Dementsprechend Interessant. liegt die Bezeichnung Delfin auch in der Verwendung in diesem Hack natürlich nahe. Wenn du meinen Worten aber natürlich nicht glauben willst, ich kann natürlich auch gerne den Super Nintendo Spieleberater herbeiziehen und dort einmal nachlesen, ob jene Lebewesen tatsächlich als Delfine bezeichnet wurden. Nein, sie sehen da tatsächlich auch wie Delfine aus. Waren früher mal meine Lieblingstiere. Ich wusste nur nie warum. Inzwischen nicht mehr. Inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich sage, es ist mir nicht völlig egal, ob ich ein Lieblingstier habe oder nicht. Deswegen, jein. Also, es sind halt Tiere, keine Ahnung. Früher war ich so, jeder hatte ein Lieblingstier, ich musste auch ein Lieblingstier haben, da habe ich halt Delfine gehabt. Ich weiß nicht warum. Ich finde, die Delfine an sich finde ich wahnsinnig noch, irgendwie noch sehr interessant, aber warum ich die jetzt gerade als Lieblingstier auserkoren habe, ich weiß es nicht. Irgendwie mochte ich die. Gut, man merkt es auch, ich habe hier noch so ein Delfin-Puzzle. Doch, ich habe ja eigentlich noch einige Delfin-Puzzle sogar. Vielleicht sind sie doch noch meine Lieblingstiere, ich weiß es nicht. Nur die Bedeutung eines Lieblingstiers hat irgendwie an. Also. Es hat irgendwie an. Keine Ahnung, ich habe auch keine Lieblingsfarbe mehr. Früher hätte ich rot gesagt. Also ich zitiere jetzt aus der Super Mario World Spieleanleitung vom Super Nintendo: Delfin. Es gibt noch nette Bewohner des Dinosaurierlandes. Delfine helfen Mario, über das Wasser zu kommen. Das ist doch richtig lieb, oder? Zitat Ende. Okay, und jetzt will ich wissen, wie es im Original heißen. Delfin einfach. Also Dolphin dann. Also in der deutschen Übersetzung halt Delfin, ja. Ja, aber das heißt ja nichts. In der deutschen Übersetzung heißt. Ach so, ja, ich sag dir aber nichts zu One Piece. Ich weiß nicht, wie weit alle sind, die mir zuschauen. Das lassen wir lieber. Na naja, gut, in der japanischen Originalversion heißt der Bassy Beetle ja auch Matt. Der heißt Matt? Der heißt Matt. Warum? Ja, schon mal was von Matt Tools in Mega Man gehört? Und jetzt überleg mal die Similaritäten zwischen beiden Gegnern. Ah, interesting. Bin ich zu dumm für die Stelle? Eventuell. Wait, kann ich den direkt einfach. Nee, doch, ich muss schon als erstes auf den Fisch. Auf den. Delfin, Ja. wie wir gerade geklärt Auf haben. das Säugetier. Ich sag es einfach Säugetier, dann kann ich nichts falsch machen. Nachher ist es dann doch ein Fisch. Nein, du hast mir ja gerade bewiesen, dass es ein Fisch ist. Was mal. Ein Delfin. So. Ach so, übrigens Mond. An den komme ich halt mit dem Chuck ran, aber. Ja. Richtig. Ich
habe ihn registriert. Das reicht. Ist ja keine Yoshi-Coin, die man einsammeln muss. So, was? Hä? Bin ich jetzt echt daneben gesprungen? Ja, das mit dem Monden darfst du dann nachholen, wenn du das Super Secret Exit Schloss hier am Ende hast, wo alle Monde einzusammeln natürlich Pflicht ist. Das hast du nicht eingebaut. Weil wenn du alle Monde sammeln müsstest, dann müsstest du den gesamten Hack auch in einer Session durchspielen, wenn du keine Save States nutzt. Ja, ich wollte gerade sagen, in den Ferien wäre es jetzt halt so, dass man irgendwie dann... Oh shit. Ja, das hast du ganz toll gemacht. Ups. Ich wollte das nicht. Du wolltest eigentlich nur den Koopa in die Lava werfen, um dir hier einen lebendigen Koopa draus zu basteln. Ich weiß, du willst glitschen. Geht das hier so einfach? Oh. Ging das so einfach? Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ja, Super Puzzle World ist ganz schön lange her, nicht wahr? Na, jetzt hör doch auf, den da reinzuschmeißen, Mario. Aber das war kein einfacher Glitch, oder? Wie war denn? Oh mein Gott! Wie ging das denn? Ja, so schwierig war das jetzt nicht. Du springst auf den Delfin, der da rechts kommt. Nee, ich meine den Glitch zu machen. Ja, richtig. Du springst auf den Delfin, der da rechts kommt. Bestenfalls mit richtigem Timing. Wirfst dabei den Koopa hoch und dann hast du einen lebendigen für einige Sekunden. Bis er dann wieder in die Lava fällt. Ah! Ich glaube, da wären jetzt schon Augen, wenn ich das so interpretiere. Neben den Sternen. Ja, okay. Ja, wenn du etwas länger überleben würdest, dann könnte man hier die Früchte deiner Arbeit sogar begutachten, bestaunen und bewundern. Ja, so nicht. Ach. Wieso will ich das? Ich will das gar nicht machen. Wir spielen einfach weiter. Kind, mach deine Hausaufgaben. Kind zeichnet erstmal wilde Zeichnungen an die Ränder des Heftes. Ja, das ist leider sehr zutreffend. Aber nicht nur in der Hausaufgabe. In der Schulaufgabe auch. Ja, halt im Unterricht. Ach Mensch. Na gut, aber man muss schon sagen, so den ganzen Tag irgendwelchen Lehrern zuzuhören, ist schon ganz schön anstrengend. Ja, das ist klar, da macht man schon dann lieber, statt seine Aufgaben anzufangen, irgendwelche Kreise ans Heft. Richtig, und bezahlt wird man ja auch nicht mal dafür. Doch, mit Humankapital. Und dann später als Humanressource in vollem Einsatz in einem Betrieb verbrennen darf. Sehr gutes System. Richtig. Ach Mensch. Da gucken sie mich immer ganz blöd an, wenn ich das sage. Ach, weil du mit deinen Schülern auch argumentierst, dass du ihnen ja Humankapital... Ja, wenn sie sagen, wieso bekommen sie eigentlich Geld und wir nicht, sage ich immer, ihr bekommt auch was, ihr bekommt Humankapital, das ist auch Geld, nur nicht in Euro. Da würde ich als Schüler aber auch blöd gucken. Natürlich. Ach Mann. So. Wofür brauchen wir das später? Das Doof ist, bei manchen Themen kann man es ihnen ja wirklich nicht richtig sagen. Also, dieses Argument, ja, Mathe ist halt, damit ihr ein logisches Verständnis aufbauen könnt, das wollen die halten. Also, das gefällt denen nicht. Das kann ich mir vorstellen. Aber es ist halt so, unter anderem. Natürlich ist das Thema selbst nicht zwingend notwendig. Es geht halt um Problemlösung. Du kriegst ein Werkzeug und mit dem löst du dann ein Problem. Dass das Werkzeug halt aus komischen Buchstaben besteht, ist halt, ja, halt doof. Letztens erstmal eine halbe Stunde diskutiert, warum x mal xx hoch 2 ist in der 8. Klasse. Wollten sie nicht einsehen. Ja, die Schüler haben, wenn dann schon recht. Was taugen allgemeine mathematische Gesetze, wenn die Schüler sagen, wir wollen das nicht? Ja.
Haben sie gesagt, nein, Gesetz ist ja immer nur so lange gültig, bis das Gegenteil bewiesen wurde. Ja, dann haben sie gesagt, ja, x mal x ist doch x. Hab ich gesagt, nein, x mal x ist nicht x. Hab ich gesagt, ja, aber 1 mal 1 ist 1. Hab ich gesagt, ja, das ist jetzt ein Beispiel von vielen. Ja, aber 0 mal 0 ist auch 0. Hab ich gesagt, ja, das ist das zweite Beispiel, wo es funktioniert. Aber danach funktioniert es nicht mehr, Mann. Und x hoch 2 ist ja dann trotzdem als 0 hoch 2. Also es... Natürlich klappt es bei 1 und bei 0, aber bei allen anderen klappt es nicht mehr. Mann. So. Ach, es ja, ist... haben wir das auch mal geklärt. Ja. Es fehlt, also, man merkt halt wirklich, dass jetzt nach dieser ganzen Corona-Distanzunterrichtphase, es ist noch mehr das Grundwissen weg in den Klassen, als es sonst halt weg war. Also, das teilweise, ich weiß nicht. Man merkt da schon, dass da irgendwie mehr passiert ist, als nur das Übliche. Das muss man halt irgendwie wieder auffangen. Das ist richtig. Gar nicht so einfach. Aber man muss ja gleichzeitig auch noch den aktuellen Stoff weitermachen. Ach Mist. Und Punkt vor Strich ist auch vorbei. So. Gibt's einfach nicht mehr. Kennen sie nicht mehr. Ich habe in der Schulaufgabe eine Aufgabe gestellt. 3 minus 78 durch 2. In der 8. Klasse. Grundwissensaufgabe. Einfach so kurz mal was rechnen. Die meisten haben hingeschrieben, ist 81 durch 2 ist 40,5. Ist es halt nicht. Wir teilen halt erst 78 durch 2, weil ist halt Punkt. So. Die darf ich morgen rausgeben. Okay. Die Schüler freuen sich schon. Ja, ja. Ja, die Generation Corona wird eine ganz besonders smarte Generation. Ich merke das schon. Mhm. Und es ist ja nicht mal gesagt, dass wir diesmal komplett jetzt die Schule offen lassen können. Also ich hoffe es noch, aber I don't know. Auch schon von der Omikron-Variante gehört. Mhm. Aber die Politik ist ja im Moment noch so auf, nee, Schulen bleiben offen. Mir ist es aus Lehrer- und Bildungssicht recht, aber es gibt da einfach kein richtig und falsch. Du machst einen Fehler, aber wenn du offen lässt. Bei Kindern ist es ja sowieso schwierig. Die kann man ja wirklich nicht zwingen, den ganzen Tag mit FFP2-Maske im Unterricht zu. Nee, FFP2-Pflicht haben sie auch gar nicht. Also die dürfen richtig. Auch eine normale. Ja, wo da auch die Frage ist, welche Maske schützt denn jetzt besser? Naja, besser schützt natürlich FFP2, aber... Ja, wenn man sie richtig aufsetzt, ansonsten ist sie... Ja, klar, also die Nase guckt so gefühlt bei der Hälfte der Klasse immer raus. Ja. Muss man jedes Mal was sagen, das ist auch... Naja, so. Jetzt machen wir wieder einen Safe State, weil das hat mir gut gefallen gerade. Das hast du auch hektischer gemacht, als es sein müsste, aber gut. Hey, stopp, was muss ich... Hilfe! Okay. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da ein Fisch rauskommt. Alter, alles Fische hier. Ein Pilz rauskommt. Aber warum? Was will ich denn mit einem... Ach, R! Ach, hi! Nein, Delfin. Ja, okay. Das ist wohl wahr. Ich wollte ihn aber eigentlich nur begrüßen. Aber ja, das... Sehr schön. Deswegen will ich dich in den Aufnahmen haben, Mann. Ja, für die ganz besonders blöden Wortwitze. Du bist definitiv notwendig hier. Nein! Nein! Ich wollte da nicht reinrutschen. Ja, der ist
Ist ein bisschen zu brüher gewesen. You had one job, Disco Shell, dankeschön. Ja, aber jetzt passt der Fisch, der Delfin nicht. Du kannst den Pilz auch einsammeln und zurückspringen, so schwierig ist das nicht. Oh, das klingt gut. Ich komme mir so ein bisschen vor wie das Gehirn und du wie die Hand, die dann ausführt. Okay, perfekt. Ja, dann passt jetzt ja alles. Hui! Wunderbar gemeistert. Ah, da hätte ich jetzt länger rumprobiert, wenn du das nicht gesagt hättest. Ich dachte, der Pilz ist nicht. Also, dass ich dann in den Orb reinfalle. Exercratium Midatis. Okay. Der Fluch des Midas. Ja, let's go. 20 Minuten in. Ah. Gold. Tötet das? Ja. Und wir haben Dingsmusik, Metroid. Das hast du gut erkannt. Oh mein Gott, Metroid Dread war so gut. Holy moly. Das war wahnsinnig gut. Großer Fan. Vor allem jetzt im Nachhinein, ich habe mir mal so ein paar Bosskämpfe angeschaut, wie man die noch alternativ machen kann. Die haben so viele Ideen eingebaut, man kann so viel anders spielen. Das ist richtig gut gemacht. Ja, also für Crate hast du schon ziemlich lange gebraucht. Ja, aber da war ich absolut noch nicht richtig drin in dem Kampfmodus. Ja, das merkt man. Da habe ich, glaube ich, auch noch den Dings sehr vermieden, diesen Flash. Den habe ich dann erst später wirklich schätzen gelernt, als die ganzen Dinger dazugekommen sind. Oh mein Gott, wieso? Ach so, ich muss den dagegen schmeißen. Jetzt checke ich erst, was der On-Off da soll. Ja, richtig, damit kann man das Gold kontrollieren. Na! Eventuell baue ich hier am Anfang noch so eine Secret Pipe ein, die dann von oben da kommt. Aber nur eventuell. War wieder hoch! Komm schon, bitte. Oh, interessanter Sound. Ja, weil das jetzt ganz unten ist, das ist ein Glitch, der auch im Standard Vanilla SMW vorkommt. Zum Beispiel in Ludwigs Castle. Stimmt. Wow, das war super knapp. Das ist super dumm. Da überlebst du schon wie ein James Bond mit einem Millimeter Abstand zur Golddecke, die dich sonst getötet hätte, und dann... Mist. Ja, stimmt sogar. Ja, ist richtig. Die Stacheln sind mal wieder genau über der Haarspitze. Gestoppt. Die Frisur sitzt. So, nein! Ja, eher die Mütze sitzt. Die auch. Die auch. Wo ist eigentlich die Facecam? Wir wollen doch sehen, wie du hier dein Mario Cap trägst. Oh Gott, nee. In meinen Let's Plays gibt es keine Facecam. Mach aber mittlerweile immer mehr Let's Player, wenn es überhaupt noch Let's Player gibt, so. Aber die ich kenne, die machen immer mehr mit Facecam. Na gut, ich schaue zu wenig, ich... Mist! Mann! Ja, überhaupt ist Let's Play technisch, also... So richtig reine Roh-Let's Plays, wie ich das jetzt hier mache, sind auch irgendwie, glaube ich, mehr die Seltenheit mittlerweile geworden. Das sind eher dann halt so... Oh mein Gott, wie mache ich das denn? Das sind eher so bearbeitete Videos und dann halt so Highlight-Ausschnitte. Von halt einer halben Stunde Aufnahme, so 10 Minuten oder sowas. Naja, Twitch ist halt rentabler irgendwie. Ja, das auch. Ach, ich muss ja einfach nur gerade hoch, da am Anfang ist ja kein Gold. Ach, Mist. Ach, Mist. Dude. Ist ja gut, ich setze ja gleich ein State da drüben. Hilfe. So.
So. Nein, ich... Einmal nachdenken. Ich weiß doch, dass es runterfällt. Ja, das Level ist übrigens dezent inspiriert von NGBs KLDC 2015 Level. Ah ja. Nein, wollte ich nicht. Ja, ganz schön schwierig die Stelle. Gut, dass du ein State gemacht hast. Jo! Oh, okay, da muss ich ein bisschen weiter rüber. Alter! Na, ich stelle mich ja nur an. Ich muss eigentlich. Ich kann ja von hier. Ja, ja, so kann ich das machen. Wartet. Nein! Ich kann ja hier so. Ja. Ich könnte natürlich auch scrollen, aber wahrscheinlich ist das wieder schlecht. Sag mal, hab's doch gerade eine gute Idee. Ja, so, genau so. Hey, yo. Okay, sehr gut. Aber ich muss wahrscheinlich... Ja, ich darf nicht stoppen. Weil der fährt jetzt ja nicht mehr hoch. Oh, ach so. Ja, gut. Kannst noch den Mond sammeln, aber das war's dann auch. Hä? Ach so, weil das Gold jetzt... Ah, verstehe. Das Gold hat also Priorität, wenn es da runterfährt. Beziehungsweise es guckt einen Pixel in die andere Richtung. Davor. Das Gold ist ein omnipräsentes Übel. Sehr gut. So, dann muss ich mich ja trotzdem noch beeilen. Dann habe ich ja da trotzdem keine Ruhe da drüben. Hilfe. Aber ich denke mal, so knapp ist es nicht. Es ist ja ein Kaizo Light Hack. Das heißt, man muss das jetzt hier nicht auf Tess-Niveau... Spielen! So. Man sollte sich natürlich trotzdem Mühe geben dabei. Ja, das... Ich gebe mich Mühe. Alles gut. Das war nicht so gut. Ups. Hopp. So. Hoch mit dem Matt. Oh, Mist. Oh, da kommt schon der... Da kommt schon der Mitreiter. Ja, hoch mit dem... Lass uns anstoßen, sobald... Ja, hoch mit dem Met geht auch, ja? Kann man auch machen. Na ja, Kollege. Fledermaus. Mann! Aber, also, hätte man, denke ich schon, wenn ich jetzt ein bisschen geduldiger gewesen wäre, bis zum Midway Point käme man schon ohne Save States. Ja, wir haben ja beide keine Zeit. Ja, das ist wohl leider wahr. Richtig, wir sind ja keine junge 15 Jahre mehr. Ja gut, bei mir hätte schon gereicht, im Studium zu sein, da hatte ich auch noch sehr viel Zeit. Ja, dann eben 25. Ey, was, wie lange das alles schon her ist? Es ist, oh Gott. Es ist unglaublich. Ja, man wird alt, nicht wahr? Ja. Was halt alles schon, also, passiert ist in der Zeit. Jetzt außerhalb... Ich weiß noch, My Little Puzzles 2 in der Aufnahme war zum Beispiel einerseits die Fußball-EM, wenn ich mich recht erinnere, der Deutschland gegen Frankreich gewonnen hat, und es gab einmal einen Aufstand in der Türkei gegen Erdogan. Oh ja. Sag mal, wie lohnt sich den denn da vorher? Muss ich da scrollen, dass der vorher loszieht? Nee, scrollen musst du nicht. Okay. Sollst einmal quasi nach rechts springen, den so ein bisschen anloggen mit deinem sexy Körper. Und dann, das versuche ich ja. Zufliegt, aber ja, du springst halt leider ein Stück zu früh. Der hat keinen Bock auf mich. Richtig. Andererseits muss man sagen, du bist halt einfach noch ein Stück zu weit weg. So sähe das schon ein ganzes Stück besser aus. Na, oh mein Gott. Ja, schlimm, dieses Gold. Ja. Lieber in Silber investieren. Ja. Oder in Bitcoin. Ja. I don't know.
Diese ganzen Geldanlagengeschichten bin ich skeptisch, weiß nicht. Bin kein Aktientyp. Ja, wenn man genug verdient, dann braucht man das ja auch nicht zwingen. Was? Da muss ich auch noch durch Hilfe. Ja, start mal ab dem Midway Point, dann hast du wieder etwas mehr Zeit. Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen. Ja, wow. Das ist eine etwas größere Lücke gewesen jetzt. Okay, sehr gut. I see. Na! Ja, das ist jetzt blöd gewesen. No. Aber das R ist sehr nett. Ich glaube, ich wäre da nicht so schnell auf die Idee gekommen zu scrollen. Also scroll ich wahrscheinlich wirklich immer nur, wenn du ein R mir gibst. Also ich habe in den meisten Fällen schon angezeigt, wenn du scrollen musst. Es sei denn, es ist wirklich ein Puzzle, was du lösen musst. Okay. Aber die Puzzlewelt kommt später. 2023 dann oder was? 22. Gottes Willen. Ja, wenn du es weiterspielst, vielleicht 23. Nein, ich muss da ja runter. Oh, verdammt. L. Ja, hier darfst du das Scrolling dann wieder neutralisieren. Ah. Ach so, das kann ich aber machen, wenn ich da oben drauf stehe. Muss ich nicht vorher machen. Okay. Richtig, deswegen ist L ja auch über dem On-Off-Block, nicht unter dem On-Off-Block. Ja, genau, so habe ich das auch interpretiert. Nein! So. Ah, ich habe das noch gar nicht zu Ende erzählt. Ich hatte vorhin über Metroid Dread angefangen zu sprechen. Und habe mir verschiedene Videos angeschaut, wie so die Bosse teilweise besiegt werden. Und da gibt es ja ganz viele... Ich glaube, ich habe schon gesagt, oder? Es gibt ganz viele alternative Möglichkeiten auch noch, wie man die besiegen kann. Was ich echt cool fand. Ja, das hast du erzählt. Okay, verdammt. Dann habe ich es doch schon gesagt. Es kam jetzt vor, wenn ich es noch nicht gesagt hätte. Ja, egal. No! No. Aber jetzt freue ich mich umso mehr, wenn irgendwann mal Metroid Prime 4 rauskommt. Na! Come on! Da war es wieder. Ups. Nice. So, die hier, okay. Wohin? Ja, Matt ist ausgegangen. Oh, muss ich da... Hä? Muss ich so, oder was? Ha, hi. Nee, nicht. Ich bin zu... Okay, passt. Naja. Du meinst, ist jetzt nicht so günstig? Wie mache ich das? Ist schon ein bisschen langsam unterwegs. Okay, wir gucken mal, wie es weitergeht. Dann weiß ich zumindest ein bisschen was. Aber eher so die alte Ente und kein Lamborghini. Aber wie komme ich denn jetzt hier an dem vor? Muss ich den Den checke ich jetzt ja gar nicht. Ganz, ganz miese Fledermaus ist das. Okay, da muss jetzt ja irgendeine Idee. Hätte ich den Matt mitnehmen müssen? Nee, kann ich ja gar nicht. Denn diese Fledermaus ist eigentlich nur kostümiert. Die feiert Fasching. Oh, die Pferd fliegt hoch. Ja, weil das eigentlich ein Fisch ist. Ja. Lol. Chillig. Oh, okay, das wird interessant. Ja, das wird ein bisschen eng. Oh, das ist aber auch schon das Ziel. Du hast ein bisschen Zeit vergeudet. Und Zeit ist Geld und, ja. Wie hätte ich das... Ah, ich verstehe grob. Aber das kann ich jetzt ein bisschen üben. Weil ob das jetzt weiter unten ist oder... Naja.
Ja, also ich muss halt hier drauf und dann muss ich auf den wieder drauf und dann muss der das schießen. Ja, aber wenn, sagen wir mal, das Gold so drei Blöcke höher noch ist, kannst du auch auf den Buzzy Beetle drauf springen. Musst nicht hier so ganz komisch Ah, dann kann ich vorher. Ja, I see, ich verstehe. Ja, also wie gesagt, ich rate dir mal auf Retry zu Ja, drücken, das sowieso, nochmal zu sowieso. probieren. Ist ja dann gar nicht so weit. Kriegen wir hin. Ich mag die Levellänge von deinen Leveln. Ja, ich Aua. bin humaner geworden verglichen mit 20, 16, 17, Absolut. 18. Ich weiß zwar noch nicht, was alles noch kommt, aber wenn es so bleibt, ist das wirklich ein sehr angenehmer Hack bisher. Ach, jetzt Bubi, hier, Matt. Das sind ja auch keine normalen Fledermäuse, das sind ja auch schon Fische. Stimmt, die fahren ja geradeaus. Also halt waagrecht. Das können Und die normale eigentlich. Fledermäuse drehen ja auch nicht um. Richtig. Oh mein Gott, das wäre ohne Safe State so stressig. So. Nein, stopp! Ja, der Einzige, der es bisher ohne Saves geschafft hat, ist HF. Das sieht doch gut aus. Hat er alles ohne Saves gespielt? Ich habe sogar das letzte Level, auch wenn es 5 Stunden gedauert hat. Ach du grüne Neune, Respekt. Jo, das ist auch knapp noch. Ziemlich. Ja. Aber es könnte gehen. Wenn ich da durch die Lücke durchkomme, irgendwie rechtzeitig und dann. Ja, vielleicht nicht zu bald springen. Ja, das geht. Alles gut. Ja, die Kaizo-Variante, also extra Kaizo-Variante nur für Kopf. Ich krieg das. Das müsste gehen. Die Frage ist, ob es geht, so dass ich auf dem Springboard lande, aber ich denke schon. Oh mein Gott, habe ich mir das jetzt echt genau so, dass es gerade so knapp wird gebaut? Oh Mann. Yes! Und jetzt kann ich wahrscheinlich in einem ganz kurzen Moment den berühren. Oh. Das war ein Moment zu früh. Schade, aber eigentlich rein pixeltechnisch kommt erst der Orb. Ja, aber da darfst du dich gerne mal beim Nintendo-Hauptquartier bezüglich der Hitboxen von SMW-Sprites beschweren. Ja, sehr gerne. Gib dir die Adresse, dann kannst du einen Brief schreiben, ganz altmodisch. Wie man es 1990 auch noch gemacht hätte. Finde ich super. Ich mache einfach einen Hashtag Cancel Nintendo, alles gut. So macht man das doch heutzutage. Ich finde es ja lustig, wie sie jetzt alle wieder Game Freak flamen, weil Pokémon Arceus kein Open World ist, obwohl sie nie gesagt haben, dass es Open World ist und es nur durch den Trailer so gewirkt hat. Das weiß ich nicht. Davon habe ich noch nichts mitbekommen. Ich kenne nur dieses neue Diamant und Perl. Ja, Arceus wird ein neues Wii-Spiel wahrscheinlich. Switch-Spiel, was halt. Also was so in der Vergangenheit spielen soll. Und es sah halt vom Trailer her sehr ähnlich aus wie Breath of the Wild. So, sie haben recht große Landschaften gezeigt und wie man halt rumläuft und so weiter und so fort. Und dann dachten alle so, das wird genauso wie Breath of the Wild, so eine riesige Open World. Aber es sind halt trotzdem einzelne Abschnitte, die du durchläufst. Die sind dann zwar tatsächlich so eine Art Open World, aber halt nicht die komplette Welt. Und da waren sie dann alle gleich wieder so enttäuscht. Aber es hat halt auch nie jemand behauptet, dass es so wäre von den offiziellen Entwicklern. So. Ja. Ich behaupte allerdings mal, du hast das Level geschafft und damit auch ein schönes Ende für den Part gefunden. Yes, 38 Sekunden, Minuten. Okay. Dann gucken wir ganz kurz ins nächste rein als Preview und dann gehen wir gleich wieder raus. Das kenne ich doch auch, oder? Gespielt hast du es nicht, wenn dann in einem Stream vielleicht gesehen. Ich habe dir mal, ich glaube, auch ein, zwei Clips davon geschickt. Ja, okay, aber weil das kommt mir bekannt vor. Gut, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und Und tschüss. tschüss.
Oh, schöne Musik. Ehrlich. Da darf ich nicht so viel Safe-Staten, die ist dann echt gut. So, aus hier. Zack.